Schön, dass ihr uns auf dem Ausflug nach Kütahya begleitet. Der Weg ist rund 500 Kilometer lang, die Fahrtdauer beträgt 6 bis 7 Autostunden. Das Wetter für diesen Freitag ist gut. Gut heißt etwas über 0 Grad Außentemperatur. Schneefall ist nicht zu erwarten. Vor Kütahya gibt es noch etwas Schneefall. Die Temperaturen sind jedoch im positiven Bereich und die Straßen bleiben frei. Wir kommen ohne Probleme an. Sind gut angekommen. Nun betreten wir die Produktionshalle. Der ganze Wohnwagen ist komplett aus Aluminium gefertigt. Nur das Fahrwerk unten ist aus Stahl. Uns wird der Herstellungsprozess etwas näher gebracht. Es ist unglaublich, mit wie viel handwerklichem Geschick und mit wie viel Liebe die Wohnwagen hier hergestellt werden.
robuste Bauweise setzt sich auch unten am Fahrzeug fort. Da sind extrem robuste Achsschenkel und große Räder montiert. Wenn es einmal kalt wird, gibt es eine Dieselheizung. Für den richtigen Strom sorgen Solarpanels und Batterien. Nachdem alles geklärt war, hatten wir noch die Gelegenheit, etwas Feines zu essen. Lokale Speisen wie Lamachu oder Köfte. Das Wetter bei der Rückfahrt ist nicht mehr ganz so schön. Wir haben aber Glück und Schneefall bleibt weitgehend aus. Die Straßen bleiben gut befahrbar bei Temperaturen über 0 Grad. Kurz vor Antalya setzt Regen ein. Die positiven Temperaturen jedoch verhindern, dass die Straßenverhältnisse kritisch werden. Man muss nur auf das Wasser aufpassen. Einen kurzen Zwischenstopp noch und wir sind wieder zu Hause.